Am 19. September fand hier auf dem Ulm-Campus der Uni Rostock der 3. Schülerzeitungskongress statt. Junge Medienmachende aus verschiedenen Schulen des Landes konnten sich hier neue Anreize für ihre Schülerzeitung holen. Es gab 18 Workshops und einer dieser Workshops hieß Rechte Sprache in den Medien und widmete sich so einem ganz aktuellen Thema. Lena und Flo leiten diesen Kurs und wollen eine klare Botschaft vermitteln. Dass junge, aber auch alte Journalistinnen und Journalisten ein bisschen darauf achten sollten, welche Begriffe sie benutzen und welche Narrative sie auch benutzen und welche Narrative sie auch pushen wollen. Ich glaube, im Thema Flucht und Asyl ist das irgendwie das Greifendste. Ich muss nicht eine linke Agenda in alles reinsetzen, aber ich kann mich schon fragen, wie viel Würde mein Thema verdient. Und ich sollte mir klar darüber sein, dass ich über Menschen spreche. Begriffe wie Flüchtlingswelle, die aus Menschen, die vor Terror und Krieg fliehen, eine Naturkatastrophe und eine Bedrohung machen. Ich weiß nicht, ob ich solche Sprache übernehmen sollte. Es ist aber relativ verbreitet mittlerweile in Berichterstattung. Und darüber wollen wir einfach mit jüngeren Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten sprechen. Die beiden Leiter beschäftigen sich viel mit der Frage, was unter anderem Rechtspopulisten und Neonazis denken und tun. Und ihr Wissen geben sie an ihre Teilnehmer weiter, die zuhören, Fragen stellen, aber auch selbst zu Wort kommen wollen. Wirklich einfach nur gesagt, dass explizit nur die auf der Tasche des Staates sitzen und nicht andere. Tatsächlich, es ist auch immer ganz spannend, die Leute zu fragen, welche Begriffe sie dann kennen. Wir haben ein bisschen auch durch Lokalzeitungen geschaut, die es so in Rostock gab. Die haben nochmal einen anderen Schnack als Presse in Berlin oder überregionale Presse zum Beispiel. Deswegen bin ich auch gespannt, welche Erfahrungen die Teilnehmenden selber mitbringen. Und irgendwie ganz viele dieser Begriffe kenne ich oft selber noch nicht. Und da sind schon auch bestimmte Perlen dabei. Also es ist schon auch witzig zu schauen, welche Begriffe Leute mittlerweile benutzen für Sachen. Nach 2 Stunden hitzigen Diskussionen wird erst einmal durchgeatmet. Was sagen die Teilnehmer? Ich interessiere mich sehr eigentlich generell für Geschichte, also für den Zweiten Weltkrieg generell und um die Nazi-Geschichte und finde rechte Sprache eben sehr interessant und ja, wusste nicht viel darüber. Ich fand das gut, dass wir erst einen informativen Blog hatten und dann aber auch selbst was machen konnten, also selbst so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen haben und uns das durchlesen konnten. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir immer darüber diskutiert haben und selber Fragen stellen konnten. Rechte Sprache in den Medien. Ein bedeutendes Thema, welches uns noch weiterhin immer wieder begegnen wird.